So, wer kennt das nicht? Nach Feierabend zieht man sich gerne mal seine Gummistiefel an und geht in die Badewanne. Euch muss ich das nicht sagen, anderen müsste ich es vielleicht erklären. Ich war natürlich auch schon an ein paar Beiträgen in der Wanne. Das war zum Beispiel der mit den Flossen oder der mit den Flossen. So, ein spektakulärer Meilenstein von Steigo, würde ich mal sagen. Heute ist es eher normal und es gibt sogar ein Thema dahinter. Das Thema ist unser innerer Schweinehund. Ja, wer jetzt denkt, oh, im Hintergrund ist wieder so ein Grundrauschen. Nee, das ist die Lüftung. Die kennen wir schon von meinem Buzzcut-Beitrag. Ich habe festgestellt, dass die gar nicht so hinderlich ist. Es wird halt nur ein Unterschied sein. Irgendwann wird sie ausgehen. So, ich habe mir meine Stiefel angezogen, weil ich weiß, dass ihr gerne dabei seid, wenn ich meine Stiefel trage und immer wieder neugierig seid, wo ich meine Stiefel trage. Wie ich meine Stiefel trage, das weiß inzwischen so ziemlich jeder, nämlich eigentlich barfuß. So, ist natürlich relativ praktisch, wenn man in die Badewanne geht, wobei ihr auch wisst, dass ich eigentlich meine Stiefel zwar schon mit Wasser fülle, aber nicht in der Badewanne. Ist mir einfach zu viel Sauerei und ich habe, muss nicht. Wir haben ja auch Spätsommer, da könnte man es auch noch draußen machen. Werde ich vielleicht auch nochmal tun, aber jetzt gehe ich mit euch in die Badewanne, weil es ist heute ein Tag für die glückliche Auszeit. Nein, ich mache keine Reklame für Kneipp, ich mache für gar nichts Reklame. So, aber wie gesagt, das Thema innerer Schweinehund. Ich nehme jetzt mal die Kamera ein bisschen näher dran, aber ihr müsst natürlich auch diese Wahnsinnsatmosphäre einfangen. Und wie immer mein Einstieg in die Badewanne. So. Selbstverständlich wäre ich normalerweise ein bisschen relaxter, aber dann könntet ihr mich nicht sehen, dann wäre ich nämlich gänzlich verschwunden. Das heißt, ich bleibe jetzt so. Welche habe ich an? Richtig, der Kenner hat sofort gesehen. Meine glänzenden Hunter, die sind ziemlich schön. Hier brauche ich eigentlich den Platz für, ihr denkt ein Prosecco? Nee. So eine richtige Gummistiefelträgerin, ja? Die trinkt auch gerne mal ein Bier. Ich muss gestehen, es ist leider alkoholfrei, aber man kann auch einfach mal so ganz ohne Alkohol. Das ist vollkommen okay. Die Stiefel sind natürlich eigentlich für draußen. Heute einfach mal drin. Kein Ding, warum innerer Schweinehund? Ich hatte gar keine Lust, mit oder ohne Stiefel in die Badewanne zu gehen. Und das ist genau das Thema. Einfach mal überwinden. Den inneren Schweinehund, und zwar nicht nur, wenn es um Sport geht, da erwähne ich ihn ja gerne und oft. Nein, überhaupt ab und zu mal das tun, was man eigentlich überhaupt gar nicht will, wozu man keine Lust mehr hat und eigentlich sowieso viel zu viel ist. Ich hatte keine Lust mehr nach einem langen Tag und Einkaufen und Bügeln und Waschen, hatte ich keine Lust mehr, einen Beitrag zu machen. Aber ich habe darüber nachgedacht und dachte, habe jetzt immer längere Pausen zu den Beiträgen und ich wollte auch wieder ein paar Hunter zeigen, nachdem ich ja so ein bisschen fremd gegangen bin. Also habe ich gedacht, ich mache euch eine Freude und tue es einfach. Also der innere Schweinehund, der braucht einfach ab und zu mal eine Auszeit. Also quasi sowas. Ihr könnt ihn versuchen, in die Badewanne zu setzen. Ihr könnt ihn auch einfach mit einer Wurst aus dem Haus locken. Ich habe keine Ahnung, aber ihr solltet ihn manchmal einfach wegschicken. Die Lüftung ist aus. Jetzt werdet ihr mich wahrscheinlich noch mehr hören. Also, Thema innerer Schweinehund. Glückliche Auszeit für den inneren Schweinehund. Und immer daran denken, es gibt so viele Sachen, die uns wirklich Freude bereiten. Also zum Beispiel Sport machen, obwohl wir gar keine Lust haben. Hinterher Endorphine, großartiges Gefühl. Oder ich habe den Beitrag gleich im Kasten und werde ihn schneiden und denke, oh Gott, war doch gar nicht so schlimm. Und außerdem war ich mal wieder in der Badewanne mit meinem wirklich schönen Badeanzug und mit meinen Stiefeln und mit meinem Bier. Auch wenn es alkoholfrei ist, das macht gar nichts, weil jetzt kann ich dann auch meine Brust einfach mal enthaaren. Gut, in diesem Sinne, es ist nicht alles immer so, wie es aussieht. Es passieren halt ständig überall jedem solche Dinge. Und ich würde sagen, ich fische jetzt mal den wieder raus.
Kerze ist Gott sei Dank ausgegangen, sonst wäre ich jetzt auch hintenrum und sage Prost und auf den inneren Schweinehund und auf eine glatte und entharte Brust.